Audio Jungle. Dzień dobry aus Stargard in Polen, wo wir unser Trainingslager abhalten. Und da haben wir heute unseren ältesten Spieler, Kova, und unseren jüngsten Spieler, Justus, dabei. 32 Jahre, 18 Jahre, 17 sogar. Noch besser, je älter gemacht als du bist. Kova, ja. Du warst schon bei so vielen Trainingslagern dabei, bei all deinen Stationen. Was macht dieses Trainingslager hier speziell für dich? Was für mich speziell ist, dass nach dieser was 10 Tage, 11 Tage, diese Atmosphäre, was haben wir, ist etwas Besonderes für mich. Und für diese Base, was machen wir hier mit diesem Trainingslager, das ist, glaube ich, die wichtigste Sache. Was bringen wir weiter und ja, das habe ich, diese so gute Atmosphäre nach diesen 11 Tagen, 12 Tagen, sowas habe ich noch nie gesehen. Du, Justus, bist jetzt bei dem ersten professionellen Trainingslager für dich dabei, mal Junioren-Nationalmannschaften und Juniorenteams beiseite genommen. Was ist für dich besonders, dass du jetzt bei den Profis mittrainierst? Ja, also erstmal ist es für mich persönlich eine Ehre, hier dabei zu sein zu dürfen. Und wenn ich jetzt mal die anderen Trainingscamps vergleiche, würde ich sagen, dass man hier jeden Tag was Neues lernt, sag ich mal. Man muss jede Trainingseinheit konzentriert sein, jedes Training ist auf einen anderen Schwerpunkt ausgerichtet. Und bisher habe ich ziemlich viel gelernt in den letzten anderthalb Wochen, 10 Tagen. Inwieweit bist du aufgeregt, dass du Fehler machst, und inwieweit merkst du schon, du gehörst hier dazu? Also aufgeregt ist, denke ich mal, in dem Alter, oder ist, denke ich mal, jeder. Natürlich ist schon so ein gewisser Druck da, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Und das Team hilft mir halt, zum Beispiel Kova, Chacha kommen im Training zu mir, probieren mir Sachen zu sagen, die ich besser machen kann, und von daher ist die Aufregung nicht mehr so schlimm wie in den ersten Tagen. Kova, welche Tipps kannst du einem 18-Jährigen wie Justus geben und einem 17-Jährigen? Okay, gibt es immer viele Tipps. Gibt es auch viele Tipps für mich auch. Das ist immer so, kannst du immer etwas Neues lernen, kannst du immer besser sein. Ja, aber für junge Spieler ist ganz wichtig, dass er hat keine Angst, Fehler zu machen. Und Justus macht alles gut. In meinen Augen, er ist richtig großes Potenzial. So ein junger Spieler habe ich noch auf dieser Position habe ich noch nie gesehen, weil wir alles wissen, was bedeutet im Basketball Aufbauspieler zu sein, und ich kann sagen, dass er schon er ist nicht wie ein 17-Jähriger. So, ja, er macht viele Sachen gut und er muss nur weiter arbeiten, aber das weiß er schon, und er macht alles richtig. Ja. Ja, wir sind hier, ich bin hier jetzt mit Chacha, haben wir viele Tipps für Justus, aber ja, was habe ich auch gesagt, schon vor dieser Stimmung, was haben wir, das ist auch für Justus etwas wichtig, dass er auch kann so was lernen, nicht nur Basketball. Gibt es andere viele Sachen, was macht Mannschaft gut. Ja. Justus, du hast erzählt, dass Chacha und Kova so ein bisschen deine Lehrmeister sind. Kova hat auch gerade davon gesprochen, dass er dir Tipps abseits des Courts gibt. Was hast du denn konkret bereits von ihm gelernt? So eine Information, wo du sagst, ja, die hat mir wirklich geholfen. Jetzt abseits des Felds? Ja. Na, ich würde sagen, dass ich keine Angst haben muss, mit jemandem zu reden. Also, dass ich mit jedem hier reden kann, dass wir alle in einem Boot sind. Und dass man mit jedem kommunizieren kann. Wenn du nochmal 17 wärst und bei deinem ersten Trainingslager dabei bist, was würdest du anders machen als mit 17 damals? Oder was würdest du auf jeden Fall machen? Auf jeden Fall. Keine Ahnung. Das war für mich, mein erstes Trainingslager war, wenn ich war 15. So, da, das war, keine Ahnung, gute Frage.
Ja, gute Frage. Aber wahrscheinlich, ich werde alles gleich machen. Ja. Also nachts rausgehen, Party machen auf dem Flur, wie in der Jugendherberge. Damals, ich hätte 3 Spiele in einem Wochenende, so in 2 Tagen 3 Spiele habe ich gespielt. Dann kommt noch auch die Schule dabei. Ich habe erstes Mal mit 19 oder 20 mit meinen Freunden nach Bar gegangen oder sowas. So, mit 17, 18 sowas hab ich nicht gemacht. Ja. Ja. Im Sommer war ich mit Nationalmannschaft und ja, deswegen diese Sachen hat ein bisschen gewartet. Ja. Ja. Justus, wenn du mal 32 bist, der Team-Opa einer Mannschaft bist, wo willst du dann stehen? Willst du besser sein als Kova? Welche Liga spielst du? Natürlich ist der Ansporn schon da, besser zu sein als Kova. Ich denke mal, man muss alles aus sich rausholen. Und für mich natürlich ist ein Traum, NBA zu spielen, aber so, ich will auch in Deutschland jetzt erstmal die nächsten Jahre mich weiterentwickeln und dann mal sehen, was geht, ob ich in Europa irgendwo spielen kann. Das wäre schon echt ziemlich cool für mich. Und ja. Aktuell trainierst du zumindest irgendwo in Europa, in Polen. Vielen Dank, Justus. Wala Kova. Und wir hören und sehen uns. Bis dann.